So Mickey Cohen or Jack Drachna stole the Army surplus morphine, and they are selling it on the streets? Looks that way. But the mob wants return customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Good question, Detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, you'll find out what happens. We need to follow the evidence. Vielleicht, aber es macht viel mehr Spaß, Filme zu gucken und sich mittendrin die Fragen zu stellen, wenn man dann halt auch mitdenkt in den Filmen. Das hilft übrigens auch in Gesprächen, wenn man sich nicht alles erklären lässt, sondern auch einfach mal mitdenkt und manchmal versucht, selbst irgendwelche Schlüsse zu ziehen. So, ich wollte nochmal kurz auf die Karte schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Wo sind wir? Wir sind da. Wir müssen da hin. Das Auto haben wir schon. Okay, wir sind sowieso gleich da. Dann machen wir das doch direkt so, wie es hier ist. Gut. Verzeihung. Schauen wir mal, was wir bei Mr. Ramirez rausfinden können. Ramez, glaube ich, ne? Nicht Ramirez. Genau. Ramez Removals, 10.15 Uhr. LAPD. We're here to see Jose Ramez. What's it about? Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. Na wunderbar. 11K calling KGPL. Go ahead, 11K. 11K requesting assistance in pursuit of narcotic suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license, David Charles, 457. Roger, 11K. Hey, wie wollen wir den denn jetzt von der Straße abdrängen? What is this lunatic thing he's doing? Ha, Treffer. Ach, sieh mal, da ist einer drin. Vielleicht müssen wir auch... Oh Gott. Vielleicht müssen wir auch bloß ihn rausholen. Holla, die Waldfee. Wir werden sie aber durch die Gegend geworfen. Boah, komm schon. Nur wegen dem blöden Bürgersteig. So, lass mal ein bisschen Schwung holen und dann richtig reinrasseln in den Typen, oder? Hey! He's going left onto Hollywood. Get alongside him and take him out. Ja, auch mit Stühlen zu werfen. Oh, hat er den erschossen hinten? Keep it steady and I'll try to bust his tires. Na dann los. Geh mal weg hiervon. Quit horsing around, Phelps. Na schieß doch. That's it, Cole. You did it. His truck's history. Klar, schießt gleich die ganzen Räder raus. Warum nicht? Kann man machen. Lass doch gemütlich hingehen. Die hat es geschafft, ihm die ganze Vorderachse rauszuschießen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, warum nicht? Show me your hands. Und wieder einer, den wir einbuchten können. Wunderbar. Es sammelt sich. Jose Ramez, you're being arrested on suspicion of supplying illegal drugs, resisting arrest, and for malicious damage to LAPD property. Hey, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing back there, that was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, Chico. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. Ach du Scheiße. Viel Glück dabei, hier irgendwas zu finden. Na, das kann ja großartig werden. Wonach genau wollen wir denn jetzt suchen? Wir gucken uns erstmal hier den Artikel an, am besten. Mickey Cohen! Mutmaßlicher Erbe von Bugsy Siegel. Ja, da müssen wir ja jetzt mal uns das Ganze anschauen, weil die Sachen, die in den Zeitungen stehen, jetzt wahrscheinlich so langsam auch mal für unsere Fälle interessant werden.
Couldn't you think anywhere else to meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys who win normally choose where to fight. We're gonna fight, kid? The two of you versus my boys here? I love the fight game. I went a few rounds myself. You and your friend, he looks tough, but I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you an infillet. What the fuck is that? Some kind of stake? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. Mm-mm. These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Hang on. You're getting hasty. There's a lot of dough on offer here. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now, so don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen. I'd like to thank you for your time. Is that guy your idea, Muscle Kid? There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He kills 6 Japs hand-to-hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the 6 Marines, killed over 100,000 Japs in 3 months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Interessant, interessant. Mensch, der Kelso, der legt sich ja richtig ins Zeug für die gute Sache. Da hat's die beiden nach der Ausbildung getrennt, aber irgendwie gehen sie ja doch gemeinsame Wege, ne? Ah. Where's he been delivering? And who's been delivering here? Any repeat business in the ledger, Cole? Wunderbar, sowas habe ich doch gehofft, dass wir irgendwo so eine kleine Dingens hier finden, eine kleine Übersicht. Ich sehe dreimal die Polar Ice Company. Haben wir die hier drüben auch nochmal? Merlin Oddie sehe ich auch mehrfach. Merlin Oddie is buying a lot of furniture. Oh, auf jeden Fall. Und ansonsten, gut, dann gehen wir nochmal auf die, wo haben wir sie denn? Hier, die Polar Ice Company. Why is Ramez buying so much ice? Oh, das war's schon. Gut. Treffer. So, können wir damit jetzt irgendwas... Nein, ich will doch nicht die Zeitung. Die haben wir doch schon. Ich bin doch hier drüben an dem anderen Tisch gewesen. Also ehrlich mal. Wie weitgreifend ist denn das mit den Zeitungen? Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt hier hin, um hier irgendwas zu finden? Ich meine, hier kann ja überall was sein. What's with the puddle? Where's that trail of water coming from, Cole? Ah, gute Frage. Schauen wir doch mal. In die andere Richtung. Nee. Tropft hier irgendwer? Irgendjemand undicht? Ja. Gute Frage. Kommen wir irgendwie nach oben oder so? Nee, ne? Tja. Musik gibt's auch keine mehr. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas Wichtiges mit drin ist für uns. Ah, hier gibt's noch mehr Pfützen. Welcome to Furniture Village, where taste comes to die. So, folgen wir doch einfach mal dem Wasser. Haben wir hier hinten noch mehr? What natürlich. A pile of junk. My mother would be in heaven. So, hier kommen wir auch nicht durch. Schade. I bet this is the kind of crap you love, Cole. 20 years out of fashion. Du bist ja so lustig. Du Pimp. Ich kann hier überhaupt nicht ausstehen, den Kerl. Und bei ihm wird sich's auch nicht ändern. Hier geht's noch lang. Das sieht doch gut aus. This is useless. I can't see a damn thing.
Die Tür hinten ist zu. Ja. Gut, dann gehen wir dahin, wo ich sowieso hin wollte, nach oben. Ach, gleich ganz nach oben. Ich dachte hier auf so eine Zwischenetage. Nö, das kann ich ganz hochklettern. Bis zur Unendlichkeit. So, was steht denn hier? Cargo Crane, alles klar. Auf zum Frachtkran. Geh, Cole, geh. Die Tür hier ist offen, aber wir schauen uns mal kurz den Kran an. Okay. Gibt's irgendwas, das wir wegräumen müssten? Irgendeine Ecke, in die wir vielleicht unbedingt müssten oder so. Ich weiß es nicht. Wir machen mal die Tür notfrei, oder? Könnte das helfen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Aber der Frachtkran sieht aus, als ob er sehr gut auf diese Größe von den Schränken passt. Können wir das hier irgendwie abstellen wieder? Aha. So, das müsste doch eigentlich schon reichen, oder? Wenn da die eine Tür frei ist. Oder müssen wir die andere... Na, ich nehme mal das eine noch weg dort. Wir können ja theoretisch auch eine so eine Kiste hängen lassen. So, dann nehmen wir die noch weg. Das sollte doch passen, oder? So, wir können es auch hier hinstellen, glaube ich, ne? Ja, stell mal. Get down here. There's a cold room in the back. Nein, wirklich, da ist ein Raum. Verrückt. So, das Ding kann mich mal. Ich gehe mal ganz kurz hier schauen. Ob sie irgendwas von Interesse gibt. Kann ja sein. Aber sieht nicht wirklich danach aus. So, machen wir mal kurz hier ein bisschen Workout. Kommen wir von der anderen Seite auch wieder rein? Okay. Wunderbar. Dann nehmen wir doch gleich den Weg. Und machen uns wieder auf nach unten. Gleich mit Rutschen kommen, geht schneller. Danach glühen die Hände. I think we know where the water's coming from. You're gonna wanna see this. Hat da jemand vergessen, den Kühlraum auch kühl zu halten? Oh. Okay. Interessant. There's something frozen inside. Nein. Wirklich. So, können wir denn irgendwie hier das Ding... Aha. So. Ich glaube zwar nicht, dass das so funktionieren würde, aber okay. Das Morphin. Wir haben es gefunden. Wunderbar. Ihr müsst nicht jedes Mal die Nachricht anzeigen. This must be how they transport the morphine. Okay. So, dann möchten wir mal bei Polar Bear vorbeischauen, oder? Wenn von denen das Eis kommt. Oh ja. LAPD, leave it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. There's something in the ice. He's making a run for it. Let him have it. Oh. Really? Komm schon, Junge. Ich weiß gar nicht, wo er hingerannt ist. Oh, hi. What? Machen wir das gleich mal so. Hat er hier eine Schrotflinte, die Sau? Tja, den werden wir leider nicht mehr lebendig schnappen. Auch wenn ich ihm eigentlich bloß ins Bein geschossen habe gerade. Take them all to Hollywood Station. Have the ME and Tech Services go over this place. Where will you be? Hunting Polar Bear. Das war ja ein Reißer. Na komm. Dann auf zur Eisfabrik. Is the LAPD turning a blind eye to narcotics? Keep your shirt on, Phelps. Drugs are prohibited. Doesn't mean people don't want to take them.
Limiting supply doesn't mean that we have limited demand. I understand that. I know that the average Joe needs to unwind, let his hair down at the end of the week. But morphine? Heroin? It's important to demonize Hop, Phelps. Looks good in paper. This car cost me a fortune, moron. Ist mir egal, wenn dein Fahrzeug teuer ist. Du kannst ja auch eine andere Karre fahren. Diese Moralvorstellungen von dem Typ, die sind abartig. When all is said and done, it's just another chemical like booze. A lot of people in high places think we're doing the city a favor by keeping the dope rolling in. Wir müssen hier mal auf der Straße stehen bleiben. You idiot. Ja, aber auch Alkohol ist nicht besser, ganz ehrlich. Alkohol ist genauso eine Droge wie andere auch. Vielleicht weniger wirksam, aber trotzdem gefährlich. Will you listen to yourself? Und mit dem, was du gesagt hast, rechtfertigst du den Drogenhandel in keiner Weise. Ganz ehrlich, das ist Schwachsinn. Und wenn du so denkst, dann darfst du nicht bei den Bullen sein. Dann darfst du nicht bei der Polizei sein, wenn du so denkst. Mann. Dieser Typ. Also Moralvorstellungen hat der, das ist abartig. Das ist richtig eklig. So, wo ist denn eigentlich hier... Wir fahren jetzt aber nicht zum Südpol, oder? Nordpol. Nordpol, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Nordpol meine ich natürlich. Was ist denn mit der Kiste los? Kaputt. Ich meine natürlich Nordpol, nicht Südpol. Oh Gott, das ist mir jetzt peinlich. Das tut mir leid. So, das Auto ist kaputt. Ich brauche mal ein anderes. Gib mal... Ja, dann halt nicht den. Dann halt nicht den. Komm, wir schmeißen mal die hier aus ihrem Auto raus. Emergency call. I need to take this. Sucht euch einen anderen. Ihr könnt natürlich hinten mitfahren, wenn ihr Bock habt. So. Habe ich tatsächlich die Kiste zerkeulert. Meine Güte. So, gleich hier lang. Und da sind wir auch schon. Polar Bear Icebreak. 11.08 Uhr. It's been 3 years. Not much call for ice anymore with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a gat? That's one way of announcing we're here. Schnell gezogen. Give it up, Finkelstein. Your brother-in-law will get you a good lawyer. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight through that suit of yours. Endlich wieder mal ein bisschen Schießerei, das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Komm, lass stecken. Oh, so schlecht zum Zielen. Gehst du bitte, kannst du bitte hier... Ja, da in Deckung gehen ist super, genau. So, erstmal den. Ja, umarme die Theke, genau. Das war nicht so, wie ich mir das dachte. Kannst du bitte die Waffe nehmen? Danke, Cole. Eyes open. He's around here somewhere. Aber nicht doch. So geht das, mein Freund. Erst zielen, dann schießen. I'm wide open here. How long do you think you can hold out? So. Fehler. Ah, hast du Glück gehabt. Und da war der Kopf weg. So, da hinten habe ich schon gesehen, wie er in Deckung gegangen ist. Wie niedlich. Komm raus. Oh, komm schon. Ich glaube, ich sollte mal vor in die Eisblöcke gehen. Das wäre vielleicht besser, oder? Oder ich mach's so. Das geht natürlich auch. Komm, lass mal hier vorgehen. Was liegt denn hier? Ach, das ist eine Säge. Ich dachte mir gerade, was liegt denn hier rum? So, die wollen wohl nicht kämpfen da oben. Ist mir auch recht. So, keine Ahnung. Wenn sie nicht wollen, dann haben sie halt... Ist mir auch egal. Oh, was? Du Sau. So. Das heißt, hier unten muss irgendwo auf der linken Seite ein Weg nach oben sein. Ach, hier, ich sehe es ja schon. Komm raus.
So, nehme ich denn die Waffe? Ich weiß es gar nicht. Ja komm, lass mal die nehmen. Ich habe automatische lieber als Schrotflinten. They're all dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands up? Sure. Then what? Cop to peddling the dope? Cut a deal? Ship me off to the queue? Soon as I get locked up, some old friend puts an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shitheel. Interessant. Ich hab erst mal den Typen ein bisschen schießen lassen. Warum nicht? Let's have a look around. Now that we finally got some peace and quiet. Auch in diesem Fall mal wieder. I think I've had enough ice for one day. Until the scotch I pour myself as soon as we get out of here. Auch in diesem Fall haben wir niemanden, den wir verhaften dürfen. Open her up, Cole. Na klar doch. Hey, Überraschung. Es sind Morphinspritzen. Wir haben aber schon ein bisschen was geklaut damals, oder? Kann das sein? Na gut. Wunderbar, muss ich noch irgendwas? Nö, stuff okay. Has got to be worth at least 100 grand. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny took it off their hands. This is big. This is gonna make the papers, Phelps. As senior investigator, I'll do the talking. Du bist der leitende Ermittler? Well, well. Who would have thought that Roy Earle's handpicked new partner would have turned out to be such a great case man? This is a good result, Phelps. As far as we can tell, Lenny the Fink was moving the morphine across the city and as far north as Frisco. This makes the feds very happy, and it makes Mickey Cohen look bad. I won't lie to you, kid. I like the headlines. I like them a lot. You keep this squad in the papers, and we'll get along just fine. Warum auch immer die Abteilung in den Nachrichten stehen muss, ich verstehe es nicht. Dieses Polizeisystem ist absolut eklig. So, na wieder bloß 3 Sterne. Der Tod von Lenny Finkelstein sollte das Sittenzernat in den Schlagzeilen halten. Ja gut, 3 Sterne, weil wir halt fast nur die Hälfte der Fragen richtig gemacht haben. Aber was soll es? Ist egal. Fall abgeschlossen. Die Schuldigen wurden geschnappt. Diesmal ist es auch nicht wie bei den Black Dahlia-Fällen vorher im Mordsenat, dass man sich denken muss, naja, der war es sowieso nicht, sondern es ist ja der Black Dahlia-Killer. Nee, diesmal kann man davon ausgehen, das waren wirklich die Schuldigen, die wir geschnappt haben. Wenn auch nicht alle. Kifferwahnsinn. You know a Freddy Calhoun? Sure, I know Freddy. Freddy needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has can... Has he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the $50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Na gut, das wollen wir uns aber erst beim nächsten Mal angucken, würde ich vorschlagen. Denn 3 Fälle in einer Aufnahmesession, das reicht mir dann erstmal, ehrlich gesagt. Get moving, Phelps. Roy's informant is the skittish type. Ist mir egal. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann werden wir uns mal um den Kifferwahnsinn kümmern. Bis dann, macht's gut. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge.